Hi, ich bin Basti, herzlich willkommen auf meinem Kanal und in einer neuen Reihe möchte ich euch in loser Folge mal ein paar spannende Objektive vorstellen. Und zwar soll es nicht darum gehen, Testcharts von dem neuesten Equipment abzufotografieren, sondern es soll ganz bewusst mal um alte analoge Objektive gehen. Ich persönlich finde es wahnsinnig spannend, mal so alte Linsen auszuprobieren und für meine Fotografie zu nutzen. Und darum geht's. Als allererstes habe ich euch mal ein etwas älteres Schätzchen von der Firma Canon mitgebracht. Und zwar ist das das Canon FD 135mm. Spannende Brennweite, wie ich finde, sowohl für Porträts als auch für Landschaftsaufnahmen. Und zwar hat es die Lichtstärke f2.5. Das heißt, ihr erreicht damit schon eine super Freistellung. Und ich persönlich muss sagen, dass das Objektiv schon Lieblingsstück von mir war, weil ich es jetzt verkaufen werde. Ich habe mich in der Vergangenheit nach meinem Systemwechsel von Sony zu Fuji von ganz, ganz vielen Objektiven getrennt, die ich noch hatte. Ich zeige euch mal ein Bild, wie es vorher in meinem Schrank aussah. Und da habe ich eben entschieden, mich von einigen alten Schätzchen zu trennen. Einige habe ich noch und da gehört eben das Objektiv dazu. Und da kann ich euch nur sagen, das ist wirklich, zumindest das Exemplar, was ich hatte, knackscharf. Das macht richtig viel Spaß, damit zu fotografieren. Ich zeige euch mal ein paar Testbilder, die ich mal damit aufgenommen habe. Es sind jetzt keine Porträts dabei, sondern eher so ein paar Random Shots, die ich mal gemacht habe. Nur um einfach mal auch die Schärfe dieses tollen Objektivs zu demonstrieren. Insgesamt muss man zu diesen alten Canon-Linsen sagen, das ist die SSC-Vergütungsreihe, das heißt, das ist eine Super-Spektra-Vergütung. Von den FD-Objektiven gibt es ja unterschiedliche, die NFD, die etwas neuere Reihe und hier die etwas älteren. Die sind alle top verarbeitet, liegen richtig gut und schwer in der Hand mit Metalltubus und wenn man eben ein bisschen guckt, dann findet man auch noch richtig schöne Schätzchen mit wirklich absolut intakten Linsen und auch hier Fokus und Blendenring sind absolut leichtgängig. Vielleicht könnt ihr das hören, dieses tolle Geräusch, wenn man da eben die Blende öffnet und schließt. Ich persönlich finde, diese Linsen haben ganz, ganz viel Charme und da wollte ich euch mit dem 135 f2.5 mal ein ganz besonderes Schätzchen empfehlen, mit dem ich immer ganz, ganz viel Spaß hatte. Und vielleicht ist das ja auch was für dich. Also ich werde meins jetzt einpacken. Ich habe ja noch die Originalverpackung, werde das verschicken mit einem etwas weinenden Auge. Allerdings habe ich auch gar keine Adapter mehr für das Fuji-System. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, den man dazu sagen muss. Die alten Linsen müssen natürlich auf neuere Systeme adaptiert werden. Da gibt es aber für alle gängigen Systeme, das heißt Nikon, Canon, Sony, Fuji, Adapter. Hier findet ihr, sagt eben schon der Name der Linse, das alte sogenannte FD-Bajonett bei Canon. Im Gegensatz zu den neueren EF- und RF-Objektiven. Und da braucht es eben einen entsprechenden Adapter, den es wie gesagt für jedes gängige System für roundabout 20, 25 Euro auf Amazon oder woanders zu shoppen gibt, um das an neuere Kameras zu adaptieren. Wichtig ist dann auch nochmal zu sagen, dass diese Linsen dann natürlich nur über einen manuellen Fokus verfügen. Finde ich aber persönlich, macht auch gerade den Charme dieser alten Schätzchen aus, dann eben auch bewusst ein bisschen entschleunigt und manuell zu fokussieren. Was kostet sowas? Gerade wenn ihr überlegt, vielleicht sagt ihr, ich bin gerade in einem kreativen Loch und brauche mal irgendwie einen neuen Impuls. Dafür ist es ja häufig ganz gut geeignet, sich auch mal neues Equipment zuzulegen, was dann vielleicht nicht ganz so teuer ist. Ich denke, dass ihr eine gute Linse in einem guten Zustand so um die 80, 85 Euro schon bei Kleinanzeigen finden könnt. Das ist, glaube ich, zumindest der Preis, den ich damals gezahlt habe und den ich jetzt auch ungefähr wieder bekommen habe. Ja, also ich habe viel Freude daran, auch mal so alte Schätzchen zu kaufen und dann wieder zu verkaufen. Da hat man in der Regel auch gar keinen Wertverlust, wenn man eben so ein bisschen darauf achtet, dass die Linsen und auch der Tubus vernünftig sind. Und vielleicht kann ich es hier mal zeigen. Ihr seht wirklich auch an der Aufschrift, das ist alles noch in einem ganz hervorragenden Zustand. Von daher hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Vielleicht ist das auch was für euch. Und in weiteren Videos werde ich euch gerne auch andere Objektive, die ich persönlich super spannend fand, dann gerne noch empfehlen.
Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, wie das Spiel läuft. Hinterlasst mir doch gerne ein Like, kommentiert unter dem Video vielleicht auch, welche alten Linsen ihr besonders spannend findet, zu welchen ihr vielleicht auch gerne noch mal was erfahren möchtet. Also ich habe gerade aus dem Canon FD und Minolta ND-System ganz, ganz viele Linsen gehabt. Vielleicht gibt es ja auch das ein oder andere, was ihr besonders interessant findet oder womit ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Da freue ich mich drauf.